Herzlich willkommen auf Okawa TV, mein Name ist Mario Okawa und heute gibt es ein kleines Infovideo. Und zwar, in den letzten paar Tagen kam es ja nicht so regelmäßig Videos, ich hatte leider keine Zeit Videos hochzuladen, aber jetzt kommen natürlich wieder regelmäßig Videos. Und zwar werden jetzt immer die nächsten paar Mittwoche werden Battlefield 3 kommen, wo ich online gezockt habe. Daran könnt ihr euch jetzt noch, denke ich, zwei, dreimal erfreuen auf jeden Fall. Und dann gucken wir, was als nächstes Mittwochs kommt. Sonntags wird jetzt eine Weile lang Battlefield 4 kommen, auch online, wo ich mit Freunden gezockt habe. Kennt ihr natürlich auch schon, aber das wird jetzt auf jeden Fall. Battlefield 4 kommt auf jeden Fall nur sonntags und mittwochs kommen jetzt erstmal Battlefield 3 vorübergehend. Die restlichen Tage kommen jetzt natürlich gerade noch Battlefield Hardline Gameplays und Dying Light. Wenn die zwei Spiele durch sind, was jetzt ja demnächst vermutlich der Fall sein wird, und bis dahin kein neues Game rausgekommen ist, was sich lohnen würde zu zocken, und dann kommen halt nur Mittwochs- und Sonntagsvideos. Dann unter der Woche vermutlich der Rest dann nichts mehr. Außer ich habe dann noch Lust und noch Zeit, was anderes noch zu machen. Oder wir fangen vielleicht irgendein Spiel an zu Let's Playen oder andere Spiele. Dann schauen wir einfach noch, was uns dann noch für Möglichkeiten bleiben. Und dann schon mal ein Projekt, was so ungefähr im September starten wird. Ist dann noch ein bisschen, aber schon mal nur so grobe Informationen, um was es gehen wird, weil ja dieses Jahr der neue James Bond Film in die Kinos kommen wird. Wird es dann natürlich eine kleine Vorbereitungsrunde geben auf den Film. Natürlich werden ich auch die James Bond Spiele Let's Playen. Also nochmal die alle, wo wir eigentlich so großartig kennen. Ich werde gucken, dass ich sie natürlich mal alle besorge und dann auch schön Let's Play. Dann natürlich werdet ihr noch wöchentlich oder zweimal die Woche dann noch James Bond Filme sehen. Es kommt dann darauf an, ich denke, ich werde immer so bis zwei bis drei Parts hochladen, dass die nicht so lang sind. Dass man sich natürlich auf den James Bond Kino Filme schon natürlich richtig darauf vorbereiten kann und ein bisschen auch in die James Bond Stimmung reinkommt. Das war es jetzt eigentlich schon zu dem Infovideo. Danach werdet ihr einfach den James Bond Filmtrailer sehen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Das war's von dem Video. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Das hat die Spurensicherung endlich freigegeben. Was ist das? Persönliche Sachen, die in Skyfall gefunden wurden. Sie haben ein Geheimnis. Etwas, das sie niemandem sagen können. Weil sie niemandem trauen. Ich wusste immer, der Tod hat ein vertrautes Gesicht. Aber nicht das ihre. Ich war neulich in einem Meeting, wo ihr Name erwähnt wurde. Wie schmeichelhaft, dass man in London noch von mir spricht. Das war nicht der MI6. Sie sind nur ein Spielzeug in einem Hurricane, Mr. Bond. Willkommen, James. Es ist lange her. Endlich. Wir begegnen uns wieder.